Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Randomizer Nuzlocke Heart Gold mit Katze, mit Baloui, mit verbrennendem Gift. Volvio. Falls Hello. Ihr eine gute Folge sehen wollt, müsst ihr unbedingt die von Baloui anschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr habt auf jeden Fall einiges verpasst. Blauli hat Chemie studiert. Baloui war bei der Apotheke und es war ein Drama. Der Weg zur Apotheke. Das ist gar nicht wahr. Wo ist denn das hier? Ein Hafen, da waren wir noch gar nicht. Musst du nicht in die Arena? Nein, wir müssen zur Safari-Zone. Wo waren die denn? Auf der Insel? Gar, ja, auf der ja die war Insel. Auf der Insel unten. Du willst da nicht wirklich wieder zurückschwimmen. Wir können in der Safari-Zone theoretisch ein Pokémon nur fangen, ne? Was machen wir, wenn das flieht? Ja, das ist traurig. So ist das Leben. Das klingt für mich nicht so gut. Wirkt der Schutz noch Baloui oder hat er aufgehört? Der hat schon lange aufgehört. Weiß ich ja nicht. Oh, wir haben gegen die noch nicht gekämpft. Wie kann denn das sein? Hallo? Nie oft genug hergeschoben, hast du ein legendäres Pokémon, das ich auf Thumbnail machen kann, bitte? Vielen Dank. Wie wär's mit einem Rayquaza? Das wünscht sie sich. Ja, danke schön. Manchmal, ne? Ich bin absolut fasziniert von der Gesamtsituation. Oh, und auch noch ein Zapdos. Oh Mann. Bitte keine Flugattacke. Oh, zum Glück. Nur ein Donnerschock, ja geil. Ja, der macht keinen Schaden. So ein Bohrschnabel wäre böse gewesen. So ein Schnorrbabel. Schnorrbabel. Schnorrbabel? Kennst du nicht Schnorrbabel? Das ist eine starke Attacke. Ja, ja. Unglaublich. Katze, wo war eigentlich dein legendäres? Hatte ich nicht mehr. Ich werde hier gerade mit Lügen zugeschrieben. Ich muss da ganz kurz Leute beleidigen. Moment. Gut, Miri. Ja. Titel für deine Folge gesichert, ja, würde ich sagen. Muss ja ein gutes Thumbnail sein. Wer von euch hat nur auf das Video geklickt, weil da ein Zapdos war? Schreibt jetzt in die Kommentare. Schreibt das mal in die Kommentare. Nee, ach nee, ach nee. Der einzige Content meiner Folgen. Legendäre Pokémon. Hundi. Hundi ist da immer noch. Hundi so, kommt ihr noch? Kommt ihr noch? Hallo. Musst du dich erst davon ein Ticket kaufen? Nein. Wenn die nicht kontrollieren, ist das ihre eigene Schuld. Neue Route. Hallo, legendäre Pokémon. Oh nein. Das ist ein legendärer Bergbahn. Bergsteiger. Blauli, ich habe dich soeben mit der schwarzen Pest verglichen. Warum? War wichtig für das Gespräch. What? Mit wem? Mit Panda. Der hat mich angeschrieben. Was hat er geschrieben? Aus dem Nichts. Baloui hat gestern richtig gut PvP gespielt. Aha. Ich habe geschrieben, Bullshit. Baloui ist Trash in PvP. Hat er geschrieben, er hat 3 Leute gekillt. Habe ich geschrieben, die schwarze Pest hat den Großteil der europäischen Bevölkerung getötet. Deswegen kann trotzdem Schanera. Die schwarze Pest kein PvP. Danke, Katze. Danke, dass du immer zu mir Tschüss, stehst. Schanera. Kein Problem. Immer wieder gern. Das gibt ein Level-Up für Hundi. Er könnte jetzt einfach 3 Scharniere haben, das wäre eigentlich okay für mich. Das ist kein Scharniere. Aber okay. Ja, also nachdem die Folge schon gut angefangen hat, kann er nur besser werden eigentlich. Er hat noch ein anderes Pokémon. Ich glaube an dich. Wir haben schon alles geschafft in dieser Folge. Wir haben Baloui beleidigt, wir haben Leggy gesehen. Ja, also besser geht's eigentlich kaum noch. Jetzt müsste noch Cameron sterben. Aber da bin ich schon dran. Ja. Na dann. Wusstest du schon, wir haben Bären, das hilft gegen Vergiftung. Nee. Verbrenn das Gift. Cameron, verbrenn das Gift einfach. Du bist es selber schuld. Dr. Du hast Mark. Es mir gesagt. Aber warum? Hätten sie mir nicht gesagt, ich sollte das machen. Dr. Mark, was soll denn das? Das ist ja fies. Oh. Was? Das ist aber viel Schaden. Ja, Cameron gemacht. Ist stark.
Irgendwie dadurch, dass unsere Pokémon früher immer andere waren, sind die generell aus Prinzip immer stark. Aber ich glaube, Cameron haben wir so gefangen. Ja, ich habe Cameron so mit einem Mal, ohne es zu schwächen, gefangen. So dringend wollte es ins Team. Oh ja, was für ein krasses Krebutag. Es kann Härtner. Hör auf, die anderen Pokémon lustig zu machen. Ja, wenn da ein Krebutag steht und das setzt kein Krabhammer ein, sondern Härtner, ne? Dann weiß ich auch nicht. Was soll ich denn davon halten? Nicht so viel, wie man sieht. Na gut. Kriegt Super Fischi halt die XP, hoffentlich, und stirbt nicht. Bin ich gut. Okay. Das Super muss ich entwickeln. Trainieren. Super Fischi, komm zu dich gefliegt. Mach einen Schnabel auf den riesigen Pflanzendinosaurier. Das wird schon funktionieren. Der hat es einmal gepiekt und er hat gesagt, nein, nein. Was hat der für ein Geräusch gemacht? Aha. Tja. Wo sind die Passivbären? Ach, wir sind auf der zweiten Seite. Dann ist ja gut. Cameron. Keine Sorge. Erstmal reingeheilt hier. Was ist das hier? Hallo. Wir haben es nicht so mit Menschenmengen und selten daher lieber im Freien. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber irgendwie habe ich sie bisher noch nicht gefunden. Ich gehe in die Safari-Zone und die Safari-Zone, ich denke nicht. Brava ist doch schon fast so eine Vorentwicklung. Nee, das ist noch Käfer, ne? Süß. Das ist noch Käfer? Das ist Unlicht auf jeden Fall, glaube ich. Ist es Bodenflug? Es ist jedenfalls down. Was auch immer. Muss ja Käfer dabei gehabt. Was auch immer es war, es ist weg. Oh, möchte jemand ein Radfratz? Niemand will ein Radfratz, Miri. Kommen die mit solchen Pokémon noch um die Ecke? Alles so, ich habe ein Zapdos und Rachel so, ich habe ein Radfratz. Und Miri so, möchte jemand ein Radikal? Es wäre gut, wenn sich Super Fischi einfach in Radikal entwickelt. Das wäre so richtig kacke und richtig lustig. Da würde ich Super Fischi feiern. Auch wenn es dann nicht mehr im Team sein dürfte. Aber das ist Katze Super Fischi. Ich glaube, das wird schwierig, den rauszutun. Hallo? Super Fischi ist fein. Oh ja, wenn du in einer Höhle auf eine Weggabelung stößt, ist einer der beiden Wege meist der richtige und der andere endet in einer Sackgasse. Aber bevor wir nicht beide Richtungen ausprobiert haben, finden wir Menschen einfach keine Ruhe. Für die richtige würde ich mich gerne entscheiden. Oh. Du bist ja gar nicht hilfreich. Warum treffe ich die Leiter nicht? Ja gut, wildes Pokémon. Erst was ist es? Ein Wasserdu. Krass. Hast du das nicht gewollt unbedingt? Wann entwickelt sich Sterndu? Level 20 oder so. Ja, dann musst du es nur ein Level hochholen. Und dann ist fertig. Sterndu, 23 müsste es Starmie sein. Ja, es dauert jedenfalls nicht lang, bis es sich entwickelt. Oha. Und das wäre momentan halt ein Waterhitter. Ja, wir haben bisher noch kein Wasser-Pokémon. Nee, nicht seitdem Pupsi von Blauli gekillt wurde. Falsche genau. Ansage, Freundchen. Eine wahre Geschichte. Ja, echt traurig gewesen. Nee. Ah. Krass. Guck mal, ein Kapischaden. Oh, stimmt, das war ja mal ein Wasser-Pokémon. Es kann so viele gute Attacken. Nicht. Oh nein, Stern, du, was tust du? Warum machst du dich denn zu Typ Gestein, wenn ich dich mit Wasser angreife? Du bist ja mal clever. Ach herrje. Leben am Limit. Stern, du war sehr erfreut. Das ist ja clever, Stern, du. Oh, wir brauchen auch einen Namen. Ninja Stern.
Ötzi. Warum Ötzi? Ein Stern, der deinen Namen trägt. Die Catrians haben mir irgendeinen Namen vorgeschlagen. Irgendwas mit irgendwas, Satan. Kannst du mir das mal erklären? Wie war... User was kicked out of your channel. User joined Hallo, your channel. Was soll denn das? Hallo, na, wie geht's dir? Ich weiß nicht den genauen Namen, sag mir den mal eben. Dir? Und dann erklär mir die Geschichte dahinter. Wie es dir geht, habe ich gefragt. Okay. Wir gehen dann mal die Leiter hoch. Ja, aber das, die Catrians haben gesagt, das ist wichtig. Ich hätte, wenn ich eins gefangen hätte, hätte ich so benennen müssen, aber... Du weißt den Namen ja nicht mal, wie willst du es dann so benennen? Nein, ja, er hätte dann vielleicht nochmal Nisch gefragt. So, Latios, Latias. Oh, Doppelkampf jetzt. Vor allem. Katze, erklär doch mal. Uwe, was denn? 1 plus 1 das, ergibt zwar 2. Nein, weiß ich nicht, was Pokémon. Das sein soll. Doch, du hast jetzt mir nicht gekickt. Das ist, nee, ich hab, wann hatte ich jemand gekickt? Hm. Kann ich nachvollziehen. Ein Starmie und Tangela, das ist natürlich eine doofe Kombination. Wait a minute, das ist eine gute Kombination. Aber nur solange unser Superfisch noch eine Flugattacke kann. Dann kann das Tangela weg, Tangelan. Ja. Müsste einfach eine AOE-Attacke sein, so ein Schwertschlag. Ach, das hat sogar gereicht. Na gut. Wäre das nicht cool, wenn da jetzt zwei Legendäre wären, Miri? Das würde ja, doch ganz gut. Ich hab doch gesagt, Latios, Latias. Ja, nein, das ist der. Ja. Ja, ja. Die passen ja. zusammen. Jäger und ja Palkia. Ja, okay. Wäre auch cool. Oh, oh, es wächst. Es wächst. Oh mein Gott. Oh nein. Es wächst. Der wächst, ist ein cooler Dude. Hundi macht das. Oh, Hundi macht gar keinen Schaden. Gut. Das Ding hält gut aus, würde ich sagen. Und es wollte meine Pokémon vergiften. Oha. Oh, ja, es wollte nur streicheln. Bin mir ganz sicher. Irgendwie glaube ich das Gruppzieb. Nicht. Ja, doch. Irgendwas sagt mir, das wollte es nicht. Das cool Couple Nick und Stu. Ja. Das stimmt. Die sind cool. Ach, wie weit ist denn das hier eigentlich noch? Ich dachte, du wolltest nur in die Zone. Ja, ich dachte, das dachte ich ursprünglich auch, aber dann sind Dinge passiert. Und jetzt darf ich nicht mal in die Safari-Zone, weil meine Folge bald zu Ende ist. Ja, aber das ist ein Pökelball. Da ist ein riesiges Werbeschild. Hyperdrang! Dass man sich nicht verläuft. Wo könnte nur die Safari-Zone sein? Hier? Das ist nicht die Safari-Zone. Das sind Trulla und Trullo. Rayquaza und Carpador. Oh ja, eine gute Kombination. Das wäre nur fair. Attacke. Schauen wir mal. Kim und Zoe. Beide oh, Champion guck übrigens. Mal, die passen zusammen. Dodo ja. und Natu. Oha, voll gut. Hundi fühlt sich sehr angegriffen in der Situation. Die beiden fühlen sich sehr angegriffen. Ne? Könnt ihr die Verfolgung auf Natu nicht sogar hitten? Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Dodo schon einen Furienschlag kann. Ja, aber Furienschlag ist ja nur normal. Ja, dann ist doch irrelevant, was ich gerade erzählt habe. Du bist irrelevant. Aha. Du bist ein irrer Elefant. Nein, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe das Fenster übrigens immer noch offen. Und? Wen interessiert's? Wollte ich nur gesagt haben. Dein Fenster interessiert's. Ach so, du hast es missverstanden. Das ist das Kickfenster, was ich offen habe. Ah. Was? Nur Enter drücken. Wie? Ja, gut, Dodo. Das war's wohl. Jeder bekommt ein bisschen XP. Oha, was beschwört Natu da? Ein Dämon? Man weiß es nicht. Ein Hundämon. Hundämon. Ah. Danke, dass du uns den Witz erklärt hast, Baloui. Ja, tue ich gerne, weil Katzen machen immer so Witze, die keiner versteht. Ja, keiner hat das verstanden. Nee.
Daher. Das ist der normale Name von dem Pokémon, Blauli. Ich habe früher auch immer Hundemon gesagt. Dalu kriegt immer fast einen Killer. Aber es ist ein Hunddämon und es gibt Hundduster. Ja, Zappenduster. Es gibt ein Auto, was Duster heißt. Es gibt eine Fläche, die Booster heißt. Nein, das sind Pakete, wo Karten drin sind. Willst du nicht kämpfen? Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamera-Account. Oh, na. Fodos! Schnell weg. Oh nein, wir müssen auch wirklich ein Foto machen. Finde ich gut, das Foto. Cameron ist richtig, Cameron ist richtig begeistert. Ist das eine neue Zone? Ja, ne? Nein, das ist immer noch Route 47. Ja, aber ein Sneeble, Mann. Das ist immer noch Route 47. Eine bessere Katze. Ja, gut, läuft bei Sneeble. Sneeble, du weißt, dass ich sehr effektiv gegen dich bin, ne? Vielleicht nicht. Ist dir das klar? Oh, dass man da nicht direkt hochgehen kann, ne? Von Flucht auf Attacken. Das ist so schlimm, ja. Oh. Nervig. Ich finde, das sollen die intuitiv mit dem Touchpad bedienen. Deine Mutter soll das Touchpad bedienen, Alter. Hast du nicht deinen Monitor, wo du die ganze Zeit draufpatscht, um die Dinger da zu treffen? Soll ich die Maus hier? Könnte ich eigentlich. Ich könnte auf meinem Surface super. Das Ganze einfach aufnehmen. Ja, dann. Ist doch easy. Kein Problemo. Noch ein Doppelkampf, wie wär's? Safari-Eingang-Gang. Da ist ein Pokémon-Sense-Center. Da ist ein Pokémon-Sense-Center. Leute, ich würde sagen, hier beenden wir die heutige Folge. Wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, müsst ihr morgen bei Katze vorbeischauen. Ansonsten, oh, hallo. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und Mirio. Bleibt schön feurig.